Scheiße, herzlich willkommen wieder zurück zu Zelda. Wir haben jetzt das Schloss Hyrule besucht und jetzt sind wir wieder hier. Und was willst du jetzt machen? Hehehe. Dachtest du etwa, ich wäre weg? Dachte schon, ja. Eins muss ich dir noch sagen: Es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Aber ich bin doch der Held. Jenseits der Brücke beginnt bereits das Schattenreich. Und dort kommst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis dich hineinsieht. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt vorher, im letzten Video. Und denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Ja. Es soll heißen, ich soll meine eigenen Leute bestehlen, damit Midna ihr Schild und Schwert hat, mit dem sie sowieso nicht umgehen kann. Und hier gibt es auch ein paar neue nette Gegner, die das Dorf überfallen haben. Und ein paar Kinder haben mitgehen lassen. Windrubine, yay. Der altbekannte Bug. Wenn man ein Spiel speichert und aufhört, dann wird beim nächsten Mal wieder der Rubin so angezeigt. Das hätte man ihn noch nie gesehen. Kann man nichts machen. Man könnte zwar safe staten, aber darauf habe ich keine Lust. Ich speichere lieber, wie es vorgesehen ist. Ich lasse die einfach in Ruhe, die bringen überhaupt nichts. Warte! Ein Eichhörnchen! Ich weiß zwar nicht, was du hier willst, aber wenn du ins Dorf gehst, pass gut auf dich auf. Diese Wesen waren hier und sie haben den Wald und das Dorf völlig verwüstet. Sie haben auch die Kinder aus ihrem Dorf entführt. Aber du bist anders als die. Du bist nicht böse, oder? Guter Geruchssinn. Du riechst genauso wie die Bäume im Wald von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Du bist also nicht allein. Wow, jetzt fühle ich mich gleich viel sicherer. Die Tiere sind auf meiner Seite. So, jetzt haben wir Ordon bei Nacht. Und der Typ, der irgendwas im Himmel sieht. Oh nein, was für ein Elend. Was für eine Fresse. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Mann ist oder eine Frau. Ich kann es nie erkennen, genau. Hat eine Schürze an. Also vergebt eurem Vater den törichten Taugenichts. Also doch ein Vater. Ich weiß nicht genau. Ist irgendwie seltsam. Als erstes werde ich mich mit ein paar Tieren unterhalten. Aber es sind keine in der Nähe. Deswegen gehe ich einfach jetzt zum Ziel, wo ich hin will. Zu diesen beiden. Ach, du meinst den Schild. Psst, du bist viel zu laut. Da muss ich mich jetzt ranschleichen, sonst höre ich nämlich nicht genug. 87 Rubine. Von hier aus kann ich nochmal lauschen. Ich komme, um dieses Ding zu holen. Du weißt schon. Viel zu leise. Noch näher ran. Ich komme, um dieses Ding zu holen. Du weißt schon. Schon ein bisschen lauter. Noch näher. Immer noch zu weit weg. Als ob die mich nicht sehen würden. Ich könnte mich auch ins Gras legen. Jetzt ducke ich mich zwar, aber trotzdem. Ist eigentlich viel zu hell. Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in der Ohrenabstellkammer sein. Na dann. Dann geh und bring ihn her. In der Abstellkammer, da liegt er gut. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach den Kindern machen. Aber Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du doch gar keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, aus das wir der Königsfamilie als Geschenk überbringen wollten, ist noch in Mos Haus. Na gut, wenn du es sagst, Boro. Also gut, ich hole dann jetzt den. Ein Monster, nichts wie weg. Ich bin doch kein Monster, ich bin ein sehr schöner Wolf. Na, was willst du mit, ne? Na, wenn das mal nicht interessant ist. Leichter kann man es einem nicht machen hier. Hehehe, was für eine Bande von Schwachköpfen. Also? Was nun? Welchen Weg sollen wir nehmen? Das frage ich mich jetzt auch voll, aber. Hallo Hundi. Spazieren gehen bei Nacht Wuh. ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kann ich ja heute wieder was Tolles finden. Wuh. Löcher graben und Schätze finden ist für mich das Allergrößte. Mit dem X-Gespür muss man nur gründlich genug suchen. Dann gucke ich schon. Da ist was.
Aber mehr Rubine wird es ja nicht geben. Schon gar kein Herzteil. Das wäre zu einfach. 5, juhu. Okay, das reicht erstmal. Nun denn, wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen, was wir kriegen. Einzig fehlt noch der Gegner und da ist er schon. Ein Monster. Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück. Hier, nimm das. Jetzt kommt ein böser, böser Vogel. Ein Adler, der mich aufspießen will. Sehr wieder natürlich. Aber ich hau natürlich schnell ab und ritt mit der Katzi. Sag mal, bist du etwa von dem Falken? Ich glaube, das ist ein Kater. Von dem Kater? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauschen. Dass du kein übler Kerl bist, merkt man doch am Geruch. Gell, warum hat er mich nicht einfach gerochen? Erstmal riechen, bevor man irgendwas hier macht, Böses. Also gut, von hier aus kletterst du am besten aufs Dach und überraschst den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen, der wird sich noch wundern, was er davon hat. Hehehe. Boah, diese Lache, die ist brutal. So, Kuckuck, ich komme. Was sagst du denn jetzt? Ich liebe dieses Geschrei. So, weg ist er. Jetzt können wir auch da reingehen. Und uns unseren Schatz abholen. Dann wäre auch die Hälfte meiner Aufgabe hier erfüllt. Da ist nämlich ein Schild, wie man sieht. Dann fehlt nur noch das Schwert. Hier gibt es noch ein paar Rubinchen, aber nicht viel. Ein Herz, das ich nicht gebrauchen kann. Wunderbar. Habe ich da eben was gesehen? Was ist das, bitteschön? Ich will es gar nicht wissen, was das ist. Irgendwie. Nee, ich sag's nicht. Komm ich da hoch? Der kann doch hochklettern, sag ich doch. Und jetzt hier hoch. Da ist ja einer. Und den habe ich doch schon. Und jetzt kommt wieder ein lustiger Part. Zumindest als ich das erste Mal gespielt habe. Da habe ich ja ewig gesucht, wo es jetzt rausgeht. Bis ich es einmal gefunden habe. Sieht irgendwie billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? Ja, ich bin runtergesprungen und habe überall rumgesucht, wo es den Ausgang gibt. Aber der ist hier oben. Durchs Fenster. Muss man auch erstmal drauf kommen. Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Sind sie? Ich sehe mich nochmal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hirode liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mao, du bist doch verletzt. Ja, irgendwie braucht der Bürgermeister Ewigkeiten, um zu Mao zu kommen und irgendwie kommt er nie dort an. Deswegen kann ich mir alle Zeit der Welt lassen. Und mir das Schwert schnappen. Da gibt es noch einen Hahn, mit dem man reden kann. Nanu, neu hier, was? Gar nicht mal so dumm von dir, dich erstmal bei den wichtigen Leuten bekannt zu machen. Also quasi bei mir. Du willst also etwas über das Dorf erfahren? Ich kann dir alles erzählen, was du wissen musst. Was meinst du? Erzähl mal ruhig. Für gewöhnlich ist das hier ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber heute gab es ziemlichen Ärger. Du glaubst es nicht. Monster hat das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs aus. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Die Leute in dieser Stadt könnten ziemlich allergisch auf dich reagieren. Das habe ich schon gemerkt, mein Guter. Aber ansonsten danke für die Infos. Auch wenn die mir nicht viel bringen, weil ich schon alles kannte. Was? Quack, quack. Ich dachte nicht, dass jemand mit mir reden würde. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir echt leid. Ich liebe diesen Frosch, der ist so witzig. Da ist noch einer, aber der redet wohl nicht. Doch. Aber dasselbe wahrscheinlich. Für Menschen ist es nur ein Kaff auf dem Land. Für uns ist es aber fast wie das Paradies. Sieh du dich doch auch mal hier im Dorf um. Ob du siehst, wenn es irgendwo blinkt oder nicht, das hängt nur von deinem X-Gespür ab. Das sagen die irgendwie jedes Mal, das nervt irgendwann. Gibt's hier eigentlich noch was? Ich war hier noch nie. Nee, gibt's auch nicht. Wäre irgendwie geil gewesen, so eine geheime Rubinquelle. Bei Zelda weiß man nie. Noch so ein Vieh? Nanu. Ein Wolf in einer Vollmondnacht. Wie romantisch.
Was verbirgt sich hinter dieser Erscheinung? Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist? Da kommt man schon ins Grübeln, oder? Du gefällst mir, deine Augen verraten einen schon. Oh, nee. Philosophisches Viech. Lass mich in Ruhe. Ich will hier rein. Hier rein. Und mir das Schwert abstauben. Nettes Bild. Selbstgemalt, garantiert. Und da ist es auch schon. Du hältst das Orderschwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hirudo angefertigt, aber ich werde es niemals abliefern. Ich behalte es nämlich selbst. Wunderbar, damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir die Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du solltest noch einmal in den Wald gehen, in dem du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Ja, da geht's dann nämlich auf zum bösen, bösen Reich der Schatten. Hier geht's runter. Ja. Das ging echt schnell. Wenn man das zum ersten Mal spielt, dann braucht man schon mal 10 Minuten länger. Aber wie gesagt, das Spiel hat nicht gerade so Kopfnüsse parat. Schon 100 Rubine, Mann, wenn ich reich. Mal gucken, was der macht, wenn ich seine Frau anfalle. Und plötzlich ist er da, wie aus dem Nichts. Na dann, Logik, wo bist du? Der Wald war in dieser Richtung. Und dann kann das Abenteuer richtig losgehen. Lass mich in Ruhe, ich bin nur hier durch. Ich bin nur ein armes, einsames Wölfchen, das die Welt retten will. Ach, jetzt kommt ja noch der Lichtgeist. Oder? Nee, jetzt noch nicht. Doch, jetzt. Warte. Ich wollte gar nicht vorbeilaufen, aber scheiß drauf. Ich wollte mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt durch diesen Hintereingang reingehe, aber vergessen. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Bin doch da. Oh, eine Falle. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Ich spüre es auch, schon allein durch diese Zäune. Boah, hab ich jetzt Angst. Den muss man auch erstmal besiegen. Ganz oft B oder A drücken, was auch immer. Und an die Gurgel gehen. Oder das Herz ausfressen. Und das war's schon. Wirklich schwer. Wer hat da gesprochen vorhin? Oha. Oha, geile Lichteffekte. Wo hast du denn die geklaut? Boah. What is that? Da reiße ich schon mal das Maul auf. Spannung. Ich sehe den Kopf. Ich sehe ein Tier. Wahrscheinlich eine Art Hirsch. Mit einem monströsen Schwanz. Komm, sag an, was du zu sagen hast. Tapferer Jüngling. Ich bin nicht jung, ich bin schon alt. Ich bin schon 16. Ich bin Latuan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Götter Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Wir wollen sie wieder. Gib sie uns zurück. Mach ich.
Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Kreaturen der Dunkelheit geraubt wurde. Oh nein, sie greifen ihn an. Das ist der andere, den muss ich jetzt noch retten. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, haben sich in eine Schattenwelt verwandelt. Von Düsternis geplagt. Von Düsternis? Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Das werde ich zu verhindern wissen. Keine Sorge, das wird schon. Um die Welt vor dem König der Finsternis zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister retten, die im Schattenreich gefangen sind. Boah, so langsam kann man doch gar nicht reden. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Doch, ich habe schon immer geahnt, dass ich was Besonderes bin. Wer einmal im Schattenreich war, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Doch du nicht. Aber wenn du dich in die Tiergestalt zum Wald von Firon begibst, den Lichtgeist und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Yay. Das ist doch mal ein Grund, ihn zu befreien. Tolle Story. Danke dafür und weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe mir übrigens gestern Zelda Skyward Sword vorbestellt mit einer goldenen Wiimote und einer Musik-CD dazu. Wollte ich nur mal anmerken und ein bisschen angeben. Aber es dauert ja noch eine Weile, bis es erscheint. 18. November 2011 ist es soweit. Gut, dann wollen wir jetzt hier rein. Aber dann mache ich erstmal Schluss hier. Ich glaube, ich kann jetzt speichern und dann war es das erstmal wieder. Midna. Pass auf, sieh es dir gut an. Der Wald von Firona, wie du ihn kennst, hat sich in einen Teil des Schattenreichs verwandelt. Wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Ich habe ja keine Wahl. Auch wenn es da angeblich so stand. Boah, brutale Szene immer. Wow, böse Musik. Wie sieht's denn hier aus? Genauso wie immer, nur dunkler. Ach man. Na, was ist mit, ne? Mit so etwas kämpft man also in deiner Welt? Irgendwie benutzt du das Schild nicht richtig. Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Ja, gibst du mir ein Zeiges hier. Dankeschön. Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nicht ziemlich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Will ich gerne. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen. Und wird auch nicht gebrechen. Also werde ich dir helfen und vielleicht vertraue ich dir sogar. Du bist so süß. Dafür wirst du mir aber auch einen. Wirst du mir auch einen Gefallen tun, aber ich möchte, dass du das durchfindest. Jetzt wird das Lesen schwer, jetzt muss ich echt aufhören. Was? Das sage ich dir später. Ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Eigentlich höre ich ihn gar nicht, aber egal. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, den wir nicht schnell finden. Du bist so anteilnahmslos, also wirklich. Also los, nicht so träge, wir wollen diesen Geist schließlich finden. Kann ich jetzt speichern, bitte? Irgendwann? Nee, kann ich nicht.
Aber ich mach's dann eben manuell. Manuell. So, und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.